Was sollte man beachten nach einem oralchirurgischen Eingriff, insbesondere zum Beispiel nach der Entfernung von Weisheitszähnen? Ganz wichtig am Anfang ist es natürlich, auf einen Tupfer aufzubeißen, der häufig auch direkt bei der OP eingelegt wird, für eine Stunde zum Beispiel, damit sich da unten drunter das Blutkoagel bilden kann und die Wunde stabil heilen kann. Wichtig ist auch zu kühlen. Dazu sollte man ein Kühlpack nehmen, vielleicht in ein feuchtes Tuch einwickeln und einfach 20 bis 30 Minuten auf die betroffene Stelle legen. Der Effekt ist letztlich, dass einfach die Schwellung minimiert wird, gleichzeitig aber auch die Schmerzen reduziert werden. Also kühlen sorgt auch zur Reduktion der Schmerzen. Wichtig ist, die Anweisungen des Behandlers zu befolgen, die einem gegeben wurden. Häufig werden auch Faltblättchen mitgegeben, wo Hinweise draufstehen. Das betrifft dann insbesondere auch die Einnahme der Medikamente, die verordnet werden. Häufig werden Schmerzmittel verordnet, manchmal vielleicht auch ein Antibiotikum oder Ähnliches. Wichtig ist, Schmerzmittel regelmäßig einzunehmen, meist auch schon vor Abklingen der Betäubungsspritze, damit sich erstmal ein Blutpegel aufbauen kann. Schmerzmittel wirken, bevor der Schmerz kommt. In schwierigen Fällen muss man leider damit rechnen, dass Schmerzmittel den Schmerz nicht zu 100% beseitigen, sondern ihn letztlich hauptsächlich erstmal dämpfen. Wichtig ist es natürlich auch, nicht zu rauchen, keinen Alkohol zu trinken, um eine ungestörte Wundheilung zu ermöglichen. Viele Wundheilungsstörungen sehen wir letztlich eigentlich immer nur beim Raucher, sodass hier wirklich ein großes Risiko ist. Eher weiches Essen versteht sich von selbst. Auf scharfes, saures sollte man am Anfang eher verzichten. Das wird die Wunde nicht so sehr freuen, wenn man dort scharf ist. Lieber weich, zum Beispiel weich gekochte Nudeln, Kartoffelbrei oder Ähnliches. Antibakterielle Mundspüllösungen werden vom Zahnarzt manchmal verordnet. Normale Mundspüllösungen sollte man eher nicht verwenden, sondern dann lieber mit lauwarmem Kamillentee oder einfach einem Schluck Wasser ausspülen. Kontrollen werden häufig vereinbart. Dort bitte hingehen, auch wenn man sich gut fühlt, damit man einfach weiß, ist alles in Ordnung. Wenn sich natürlich schwerwiegende Komplikationen wie stärkere Nachblutungen ergeben oder unerwartet starke Schmerzen, dann natürlich immer in der Praxis des Behandlers melden, damit vielleicht nochmal eine Kontrolle erfolgen kann, eine andere Schmerzmedikation aufgeschrieben wird oder Ähnliches. Ansonsten hoffe ich, dass bei Ihrer Weisheitszahn-OP alles gut geht, Sie möglichst wenig Schmerzen und Schwellungen haben und freue mich, wenn Sie bei Fragen zu anderen Themen auf unserem YouTube-Kanal einfach nochmal reinschauen. Vielen Dank.